Kampf findet im Halbschwergewicht statt. 6x3 Minuten. So, Ramin, wir sind beim Halbschwergewicht. Ja. Wie viel Kilogramm sind das im Boxen? Im Boxen sind es 79,2 Kilogramm, glaube ich. Das ist ein schönes Gewicht. Die Jungs sind spritzig, explosiv, haben aber auch noch viel Ausdauer und Technik. Ja, richtig. Sehr populäre Gewichtsklasse und eine Gewichtsklasse, die man in Deutschland ja auch sehr gut kennt, über die von den Kämpfen Henry Maske, Darius Michalczewski, Graziano Rocciani. Beide körperlich relativ ähnlich, beide gut austrainiert, beide sehr breit, sehr, sehr muskulös hier. Jackie Mafire hier aus der roten Ecke, auf der anderen Seite Harry Strikes. Harald Pfingst, wenn man seinen echt, also seinen vollen Namen nennen möchte, aber Harry Strikes ist ein schöner, das ist ein schöner Name. Bleibt im Kopf. Ja. Why not? Oh. Ja, da will Jackie hier auch ein bisschen Show machen. Ja, ja. Bisschen Show machen und holt hier viel raus. Also da sah er fast ein bisschen aus wie ein Kugelstoßer. Und Jackie natürlich von der Physis her auch beängstigend. Also, ja, sehr robust sieht er aus. Ja. Sehr robust. Wenn der da eine ordentliche Rechte landet, dann will ich nicht auf der Empfängerseite stehen. Harry Strikes natürlich auch keinesfalls schwach gebaut. Oh, hat mir aber ein bisschen Arthur Abraham-Vibes. Ja, aber eine schöne Schlagserie auf jeden Fall. Ja, der da auch sehr gerne mal fünf... da will er jetzt Show machen. Aber Harry Strikes ist ein erfahrener Mann. Wer weiß, wenn er da jetzt kurz wartet, wenn er seinen Gegner sich hier auspowern lässt, dann steht er da mit besseren Karten. Aha, da muss Harry reinschlagen. Rechte ansetzen, linken Haken hinterher. Aber ich glaube, die Psychospielchen, die haben schon ein bisschen Wirkung gezeigt. Ja. Weil, wirkt ein bisschen konzeptlos, ne? Ja. Das hat mich auch selbst überrascht. Ich hatte gedacht, so ein abgebrühter Typ wie Harry Strikes, der wird da schön mit dem linken Haken reinspringen. Der wird sowas voll ignorieren. Von den Faxen erinnert mich der Jackie Mafire ein bisschen an Roy Jones zu seinen besten Zeiten. Nur war das natürlich auch ein bisschen eine andere Qualität, ne? Aber was hier jetzt die Qualität nicht runterreden soll, ne? Das ist hervorragend. Oh! Die Hände waren unten. Naja, nach dem Treffer. Das kann man schon nochmal einen Niederschlag werten. Das ne? hätte man anzählen können. Ah, Jackie jetzt mit dem Fake Touch Glove. Also sehr witzig anzusehen. Aber er muss den Kampf jetzt hier auch wieder ein bisschen ernster nehmen, ansonsten verliert er. War da auch ein bisschen nah am Tiefbereich. Und der Oberkörper ist ja schon wahnsinnig beweglich, der Jackie Mifflin. Ja. Also der ist schon schwer auch zu treffen. Ja. Oh. Erste Runde. Und Harry Strikes, der wirkt ein bisschen abgefuckt. Er wirkt so ein bisschen genervt. Das darf man nicht sein. Das darf man auf keinen Fall sein. Ich glaube, es ist ein bisschen anders, als er das erwartet hat aktuell. Ja. Man darf dabei halt nicht vergessen, ja klar, es ist eine Show und klar ist das, hat man hier Zuschauer und alles, aber letztendlich ist das alles egal. Letztendlich geht es darum, deine Aktion so effizient und so zielsicher wie möglich reinzubringen. Und jegliche Faxen sind dabei eher ungünstig. Und die muss man dann auch als solche abtun können. Als ungünstige Bewegung, in die man vielleicht reinschlägt, beziehungsweise die man ignoriert. Zweite Runde. Wie hast du die erste gewertet? Also ehrlicherweise würde ich die erste Runde Jackie Mafire geben,
also weil er ein paar gute Serien hatte und kein Niederschlag gewertet wurde. Okay. Betreuer war noch im Ring gerade. Ah, okay, ja. Okay. So. Ja, ja, ich glaube, das ist eine schwer zu bewertende Runde. Also die Großzahl an Treffern, die war schon eher beim Jackie, aber Harry hat halt diesen einen fast Knockdown gehabt. Das ist halt sau schwer zu boxen, weil er so unorthodoxe Sachen macht. Ne? Da muss man erstmal klarkommen. Ne? Das wäre so ein Kampf, in dem ich mir sagen würde, okay, warum darf ich hier nicht kicken? Komm, ein kleiner Highkick oder zwei. Werde ich denn direkt für den ersten disqualifiziert? Also das ist einfach sehr, sehr anstrengend, so jemanden wie Jackie Mifire zu boxen. Und jetzt kommt die Serie wieder. Ja. Die Sache ist aber die, das ist ein 6-Runden-Kampf. Also so sehr, wie ich gerade eben in meinem Kopf auch Wert drauf gelegt habe, wer die Runde gewonnen hat, bei einem 4-Runden-Kampf wäre das unfassbar wichtig. Jetzt macht das aber ganz gut. Oh, da hat Harry jetzt gut gearbeitet. Auch schön zum Körper gearbeitet. Ja. Das sind 6 Runden. Das bedeutet, wer die erste gewonnen hat, who cares? Da sind noch 5. Richtig, ja. Und auch wer die zweite Runde gewinnt, who cares? Wer hat danach noch mehr Ausdauer? Treffen beide sich mit der Fürhand. Hm. Und Jackie Mifire hat hier viel Energie rausgeblasen, aber Harry wirkt hier so ein bisschen mental erschöpft, weil ihn diese Faxen abgefuckt haben. Und das sollte einem nicht passieren. Ja, er müsste versuchen, wieder ein Konzept reinzukriegen. Hm. Also versuchen, den anderen zu stellen am Seil. Und man merkt ja auch, Anfang der ersten Runde hat Harry ein ganz anderes Konzept. Jetzt ist er wieder besser drin. Richtig. Jetzt hat er irgendwie auch wieder so ein bisschen mehr. Jetzt ist er nicht abgefuckt, jetzt ist er angepisst. Und das ist ein deutlich besserer Harry. Das dritte Mal auf die Leber gezielt. Ist auch ein probates Mittel, um da ein bisschen Tempo rauszunehmen beim Gegner. Also harte Körpertreffer zu setzen. Und wenn er jetzt mal zur Leber ansetzt und den dann hochzielt, das ist, die waren nicht mehr so schnell. Also da war Jackie in der ersten Runde deutlich explosiver. Und auch die intensiven Mike-Bewegungen, die sind nicht mehr so spritzig wie gerade eben. Ja, das sind natürlich auch große Bewegungen, die viel Kraft kosten. Ne? Vor allem mit dem Gewicht. Zum Teil auch unnötige Bewegungen, weil ja keiner geschlagen hat. Ne? Hätten die beiden jetzt 60 Kilo, dann wäre das reichlich unbedeutsam. Ja, aber mit knapp 80, da, den Körper muss man erstmal in Bewegung setzen. Und so viele Muskeln, wie Jackie hat, die brennen halt auch. Die brennen hier den Sauerstoff weg. Ja. Ah, die Schläge waren jetzt auch so ein bisschen, ja, die waren nicht mehr so spritzig. Die spritzig, vor allem konzeptlos. Ja. Wohin hat er denn geschlagen? Oh, er läuft schon ein bisschen langsamer in seine Ecke. Ja, also das waren tolle erste 2 Runden, die Faxen, die er gemacht hat, die sollte man halt auch nur machen, wenn man die 6 Runden durchmarschieren kann. Auf jeden kann. Fall. Also die zweite Runde war, also in meinen Augen ganz klar. Da gibt es keine Harry's Diskussion. Strikes. Ja. Sagen wir, es steht 1-1. Unabhängig davon, ob es tatsächlich so ist, einfach um es ein bisschen spannender zu machen. Aber ganz unabhängig von den Punktzetteln. Harry hat hier jetzt noch jede Menge im Tank. Wenn er sich mental wieder gut reinkriegt, dann steht er hier wie in der ersten Runde. Ich glaube, die Runde hat ihm auch Selbstbewusstsein gegeben, weil er ein paar gute, richtig gute Treffer ansetzen konnte. Und als er den Jackie in die Ecke gedrängt hat, da hat er mir gefallen. Da hat er diesen bisschen angepissten, diesen vorwärtsorientierten Blick. Und er war nicht so, ich will eigentlich nicht hier sein. Sondern man hatte das Gefühl, okay, er ist hier und er will dich ausnocken. Jackie arbeitet hier viel mit seiner Linken, aber nimmt den Kopf dabei auch schon fast zu weit raus. Hat sich jetzt aber sehr gut vom Seil weg bewegt. Ja, ja. Aber auch wieder viel große Bewegung. Und die Schläge sind lang und die sind gut, aber die sind so ein bisschen unvorbereitet. Da kommen wieder die Faxen. Schafft Harry es, hier konzentriert zu bleiben? Wenn er das schafft, dann hat er ihn diese Runde. Jackie ist jetzt auch so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Er muss schon fast wieder Faxen machen, weil er muss versuchen, Harry hier rauszuholen. Aber es war eine schöne Schlagserie. Er müsste ihn, also
der Harry Strikes müsste ihn konsequenter mit der Führhand anboxen. Ja, ja. Ganz konsequent. Jab, Jab, Haken. Jab, ja. Jab, Leberhaken. Jab, Jab und kann mal gucken, ob die Rechte durchkommt. Das war ganz gut. Schön durch die Mitte getroffen. Ai. Oha. Dann wird er angezählt. Das war ein Schlag, ich glaube, so ein bisschen hinter das Ohr. Ja. Oh, na ja, ja, das war der Körpertreffer, das war der Körpertreffer. Da war jetzt, na, also da sieht man auch, Jackie ist erschöpft, der ist defensiv nicht mehr da, den muss man nicht weiterlaufen lassen. Ich bin beim Interview, bis gleich. Ja, nicht immer ist viel Show auch sehr effektiv, wenn man den Kampf gesehen hat. Und letztendlich eine ganz klare Sache für Harry Strikes, der sich am Anfang so ein bisschen aus dem Konzept hat bringen lassen, aber dann die Konzentration gehalten hat und ja, den Sieg nach Hause fahren konnte. Wir haben einen Sieger durch KO in der dritten Runde.